Hallo Eisenbahnfreunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute habe ich mich aufgemacht an die Geislinger Steige am 6. Januar 2022, dem Tag der Heiligen Drei Könige. Schauen wir mal, was uns da jetzt alles so erwartet. Es ist ja auch einiges an Traktionswechsel vorgekommen. Ich wünsche euch nun viel Spaß bei diesem Video.
Das war eigentlich das Highlight des heutigen Tages. Die Baureihe 218 vor dem IC von Oberstdorf. Es hieß ja eigentlich, dass auf der Strecke keine Dieselloks mehr eingesetzt werden sollen nach dem Fahrplanwechsel, aber der IC von und nach Oberstdorf wird weiter mit der Baureihe 218 ab Stuttgart bzw. nach Stuttgart durchgebunden. Vorne hatten wir dran die Baureihe 218 460, die Conny von der Westfrankenbahn. Hier haben wir einen Güterzug, der von einer Schiebelok die Geislinger Steige hochgeschoben wird. Rückkehr der Schiebelok von Amstetten Richtung Geislingen.
Ja, und jetzt hier hatten wir nochmal Dieselbetrieb. Und zwar der Regionalexpress nach Stuttgart, geschoben von einer Diesellok. Leider nicht von einer 218er, was aber die Tage auch schon der Fall gewesen sein soll. Aber egal, wir haben immer noch Dieselbetrieb auf der Geislinger Steige. So, und hier haben wir den Traktionswechsel. Dieser Zug wurde bis zum 12.12.2021 auch von zwei 218ern gezogen. Aber dadurch, dass die Südbahn durchgehend elektrifiziert ist, hat jetzt die ÖBB mit ihren Taurus-Loks dieses übernommen. Auch für den Gegenzug, den wir auch noch sehen werden. Ja, und ihr seht ja, das Wetter machte an dem Tag eigentlich, was es wollte. Mal Sonnenschein, dann mal nur bewölkt, dann mal wieder Schnee und Graupelschauer dazwischen. Wir hatten 1 bis 2 Grad plus, aber nichtsdestotrotz, ein guter Trainspotter geht bei jedem Wetter an die Strecke.
So, und das ist der Gegenzug, der früher auch mit den 2218ern bespannt war. Hier präsentiert sich die ÖBB gleich mal mit einer ganz tollen Werbelok. Und erstmal noch vielen Dank an den TF und natürlich schöne Grüße zurück. Ja, und das war der zweite Güterzug des Tages, talwärts, gezogen von einer SBB Cargo Lok. Damit ist es aber auch dann bei den Güterzügen geblieben. Schließlich war ja in Bayern und Baden-Württemberg Feiertag. So, nun kommen wir auch langsam zum Ende des Videos. Ich möchte mich erstmal nochmal bei allen Triebfahrzeugführern bedanken, die gegrüßt haben, egal ob mit Handzeichen, Lichtzeichen oder Makrofon. Und grüße euch alle zurück, vielleicht seht ihr euch ja mal in diesem Video. Dann möchte ich mich bei euch fürs Zuschauen bedanken. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und ihr schaltet das nächste Mal wieder ein in meinem Kanal, wenn es ein neues Video gibt. Denkt dran, wenn es euch gefallen hat, liked das Video, empfehlt meinen Kanal weiter. Ihr könnt mir auch über Facebook und beziehungsweise Instagram folgen, wenn ihr Lust habt. Also dann bis zum nächsten Mal. Alles Gute, euer Andreas L.